Seele 8 ist unsere geistige Seele, unser Geist, Intelligenz und Wille. Illustriert und transkribiert. Ist unsere Geistseele identisch mit unserem Geist, also unserer Intelligenz und unserem Willen? Man könnte die Frage stellen, weil unsere Seele, die unser ganzes Wesen, also unseren biologischen Körper, unser sensibles Leben, den zweiten Grad des Lebens, und unser geistiges Leben, den dritten Grad des Lebens, vereint, notwendigerweise von höherer Natur ist. Nun ist das, was in unserem Wesen übergeordnet ist, nicht unsere Biologie, es ist nicht unser sensibles Leben, das mit dem Gehirn verbunden ist, es ist unser Geist, der nicht aus Materie besteht, und der nach dem Tod weiterleben wird. Wir müssen also sagen, dass die Ursache, die tief in uns verborgene Seele, notwendigerweise unser Geist ist. In der Tat, das können wir nicht sagen. Wir müssen etwas anderes sagen. Um ein kleines Diagramm zu geben, das helfen würde, es zu entdecken. Hier ist es. Wir entdecken durch die Erfahrung, dass wir ein oder drei Grade des Lebens haben. Also ich habe gesagt, unser biologisches Leben, hier, die Fähigkeit zu atmen, sich zu ernähren, sich zu vermehren. Unser sensibles Leben, die Empfindungen, die Gefühle, alles, was mit den Tieren gemeinsam ist, und unser geistiges Leben, unsere Intelligenz und unser Wille. Diese drei so unterschiedlichen Grade des Lebens in uns sind notwendigerweise durch etwas vereint, das uns erlaubt, ein einziges Wesen zu sein, und nicht etwa ein geistiges Leben zu sein, das dazu verurteilt ist, in einem tierischen Körper zu leben, wie Platon dachte. Das ist unser Wesen. Unsere Seele ist also die verborgene immanente Ursache der Einheit unseres Lebens, unseres Seins. Zum Schluss, diese Seele, sie bringt die Fähigkeiten hervor, sie lässt sie leben, sowohl das Vegetative als auch das sensible Leben, durch den Körper, aber sie bringt auch die zwei geistigen Fähigkeiten hervor, unsere Intelligenz, die es uns erlaubt zu verstehen, sie ist es, die sie existieren und danach ausgeübt werden lässt, und unseren Willen, der es uns erlaubt zu lieben, und es ist auch unsere Seele, die sie existieren lässt. Es ist also besser zu sagen, dass unsere Seele wie das verborgene, energetische Herz unseres Wesens ist, und von ihr gehen all ihre Fähigkeiten aus, die wie eine Sonne strahlen, einschließlich Intelligenz und Wille. Wenn unsere geistige Seele mit unserer Intelligenz und unserem Willen gleichzusetzen ist, dann wäre sie wie in Gott. Gott ist einfach. Von Gott kann gesagt werden, dass er mit seiner Intelligenz identisch ist, da seine Intelligenz unendlich ist, wie sein Wesen. Es gibt keinen Unterschied, und seine Intelligenz ist identisch mit seinem Willen, da sein Wille unendlich ist, und was immer in Gott unendlich ist, ist gleichbedeutend mit Gott. Gott ist einfach, aber wir sind es nicht. Wir sind komplex, also produziert unsere Seele die Intelligenz und den Willen, die beiden geistigen Fähigkeiten, die sie trägt.